Willkommen, liebe Tamer. Ich möchte euch heute einmal eine Methode vorstellen, wie ihr einfach und schnell ein paar Panzo dazu verdienen könnt. Das Ganze ist eine Freitem-Methode. Wichtig dabei zu erwähnen, ich habe diese Methode nicht selber entwickelt. Ich habe sie aufgeschnappt, ich habe sie gesehen und bereite sie jetzt einmal für euch ein wenig auf. Bevor wir uns anschauen, was ihr dafür benötigt und wie sie genau funktioniert, schauen wir uns einmal an, wie viel Panzo wir verdienen können. Ich habe circa eine Stunde gefarmt. In dieser Stunde habe ich 56 Tems freigelassen. Das Tem, über das wir reden, gibt uns Minimum 500 Panzo fürs Freilassen. Wir schauen uns gleich auch nochmal an, was ich investiert habe und wie dann wirklich der Nettoerlös innerhalb von einer Stunde ist. Ich bin kein großer Fan davon zu sagen, in einer Stunde bekommt ihr x Panzo auf jeden Fall, sondern je nachdem, wie gut, wie schlecht man ist, der Run ist nicht optimal gelaufen. Ich habe noch so ein paar Dinge ausprobiert und versucht, aber im Endeffekt könnt ihr so circa 60 Tems pro Stunde auf jeden Fall freilassen. Wenn ihr ein wenig Routine habt, wenn ihr fest in der Routine seid, könnt ihr theoretisch sogar auch noch mehr freilassen. Deswegen lasst uns einfach mal schauen, wie viel ich hier bekommen habe. 28.992 Panzo. An sich eine super Ausbeute für knapp eine Stunde. Wir müssen gleich aber nochmal eben gegenrechnen, was ich ausgegeben habe, damit wir auch ganz genau wissen, wie denn der Nettoerlös ist. Und dafür springen wir jetzt einfach mal weiter zum Shop. Denn für die Methode brauchen wir natürlich auch Karten. Und diese Karten sind jetzt auch ein wenig teurer. Ich habe die normalen Karten verwendet, da war es jetzt eine an der Zahl. Von den Pluskarten waren es 10 Stück und von den Plus-Plus waren es sogar 48. Und wenn wir das alles gegenrechnen, habe ich insgesamt 12.500 Panzo Gewinn gemacht in knapp einer Stunde. Und da könnt ihr jetzt selbst bewerten, ob das für euch in Ordnung ist oder nicht. Was benötigen wir nun für diese Methode? Ganz wichtig ist ein Oshiara Stufe 100 und hier ist es wichtig, dass der Spezialangriff, wenn ihr es komplett voll entwickelt habt, Stufe 100, komplettes TW-Training bei 196 ist vorgegeben. Wenn ihr diesen Wert erreicht habt, seid ihr absolut safe. Da mein Oshiara etwas höhere EW-Werte hat, ich ein wenig unachtsam beim TW-Training war, hat meins 199. Damit komme ich aber auch wunderbar klar. Wichtig für diese Methode ist, dass Oshiara die Eigenschaft Hetzer hat, denn damit wird für die Attacken eine Runde Wartezeit automatisch abgezogen. Heißt, wir können sofort Tsunami einsetzen, doch dafür brauchen wir unbedingt eine Synergie mit einem Windelement und dafür haben wir Banshee. Wir switchen Banshee hinein. Was Banshee für Attacken hat, ist absolut unwichtig. Wichtig ist, dass Banshee die Technik Relaxen hat. Damit versetzen wir den Gegner in den Schlaf. Das heißt, wir frieren mit Oshiara den Gegner ein. Mit Banshee versetzen wir es in den Schlaf. Somit haben wir eine Catchrate von 100%. Die Relax-Attacke blende ich euch eben einmal schnell ein, wo ihr sie bekommt. Das ist die Karte, wo wir Max auf Tukma begegnen, wo er sich als uns verkleidet hat. Oben links im Wasser habe ich den Punkt einmal für euch markiert. Wenn ihr dort mit dem Surfbrett hinreist, liegt etwas Glitzerndes im Wasser. Wenn ihr das dann aktiviert, bekommt ihr diese Attacke. Und wir benötigen auch noch ein weiteres Tem. Das ist Momo. Momo muss unbedingt die Eigenschaft Schneesturm haben. Welches Level Banshee und Momo haben, ist vollkommen egal. Die Werte sind vollkommen egal. Wichtig ist, Momo braucht die Eigenschaft Schneesturm und Banshee braucht Relaxen. Damit seid ihr absolut safe. Das einzige Tem, was eigentlich Schaden erleidet, ist Momo. Denn durch das Herausswitchen von Momo zu Banshee kann Momo vergiftet werden. Es kann also auch für euch Sinn machen, 2 oder 3 Momos dabei zu haben. Dann müsst ihr nicht so oft heilen, sondern könnt dann einfach das
gefallene Momo durch ein anderes ersetzen und dann kann es auch direkt weitergehen. Ushara bekommt nur dann Schaden, wenn es das Tem tötet. Passiert wirklich sehr, sehr selten, kann aber auch unter Umständen passieren. Dann könnte es sein, dass Ushara vergiftet wird. Ansonsten bekommt Ushara keinen Schaden. Und was müssen wir jetzt dafür tun? Wir sind in Arbury, reisen einfach zur Burg. Ist der letzte Spot in Arbury. Und wenn wir hier angekommen sind, haben wir zunächst einmal hier einen Spot, wo wir uns heilen können, wo wir unsere Temps austauschen können. Könnte eventuell auch sinnvoll sein, hier einmal eben zurückzureisen. Ein Fehler, den ich gemacht habe, den solltet ihr nicht machen. Ich habe jetzt viele Temps dabei, die nicht Stufe 100 sind. Es macht mehr Sinn, wenn Momo und Banshee auch Stufe 100 sind. Die anderen Temps nehmen wir raus, weil das spart uns dann immer wieder Zeit. Denn wenn wir am Ende des Kampfes Erfahrungspunkte für Temps bekommen, frisst das natürlich auch ein wenig Zeit. Und ihr habt ja eben gesehen, knapp 60 Stück in einer Stunde. Wenn ich permanent immer ein paar Sekunden verliere bei 60 Kämpfen, weil die EP noch zugeordnet werden muss, könnt ihr auf jeden Fall sehr viel Zeit sparen, wenn ihr diesen Fehler nicht macht, sondern einfach nur 100er Temps dabei habt. Dann geht das alles viel schneller. Wenn wir in der Burg sind, laufen wir hier einfach durch die Tür durch. Hier ist der Spot, wo wir uns aufhalten werden. Hazred werden wir jetzt farmen. Ich blende euch jetzt einfach mal ein paar Replays ein und ihr könnt sehen, wie das Ganze funktioniert, wie schnell das ist und was für Variationen es in diesem Kampf alles so geben könnte. Wir starten mit dem ersten Beispiel und da haben wir jetzt Hazred komplett alleine. Wunderbar. Zuallererst werden die Eigenschaften ausgeführt. Der Schneesturm von Momo friert Hazred fast ein. Momo wird sofort rausgeswitcht, wird auch direkt auch mit dem Gift infiziert. In der Zwischenzeit setzt Ushara den Tsunami ein. Der wird als nächstes Hazred komplett einfrieren. Die HP-Marke, die wir jetzt bei Hazred sehen, ist ungefähr die Marke, wo wir nicht 100% Catchrate haben. Deswegen setzt Ushara nochmal den Tritt ein, um die HP zu reduzieren. Banshee setzt Relaxen ein, damit alle einschlafen. Somit haben wir jetzt eine 100%ige Catchrate bei Hazred. Schmeißen die Doppel-Tamer-Card drauf, damit wir die 100% auch bekommen und sollten nun Hazred auch einfangen. In dem Fall passiert das auch. Ich lasse es direkt frei. Selbst wenn es perfekte EW-Werte hat, lasse ich es frei, denn sonst müsste ich noch Zeit investieren für den Discord. Beispiel Nummer 2 ist Hazred und Shaolite. Shaolite ist das einzige Tem, was hier auftauchen könnte. Und auch hier wieder Schneesturm wird gesetzt. Wir setzen Tsunami ein, wechseln Momo aus. Momo wird schon wieder vergiftet. Und sollte Shaolite den Angriff gleich überleben, können wir auf Shaolite eine einfache Tamer-Card werfen. Das reicht auch vollkommen aus. Der Tsunami von Ushara friert wieder den Gegner ein. Shaolite ist leider down. Hazred hat wieder die Marke, wo wir eventuell nicht 100% bekommen. Alles, was rechts vom T ist, könnte dazu führen, dass wir nicht 100% haben. Deswegen ruhig einen Tritt drauf. Banshee schläfert Hazred wieder ein. Und nun können wir wieder die Tamer Plus Karten draufschmeißen. Haben eine Catchrate von 100% und sollten dieses Hazred jetzt auch wieder fangen und können es auch gleich direkt wieder freilassen. Alle wachen wieder auf und wir sind fit für den letzten Fight. Hier haben wir jetzt Doppel-Hazred. Das ist das Beste, was passieren kann, denn in einem Durchlauf können wir gleich zwei von denen fangen. Schneesturm wird gesetzt, Tsunami wird ausgeführt, Momo wird auf Banshee geswitcht, wird jetzt zum Glück nicht vergiftet. Und mit der Synergie sollte Banshee jetzt auch wieder den Tsunami einsetzen können. Beide einfrieren und im Anschluss können wir über Relaxen beide fangen. In dem Fall ist jetzt leider ein Hazred gestorben, bekommt giftiger Abschied. Heißt, Banshee wird auch gleich vergiftet. Und wie ihr seht, das Zeug tickt schon enorm. Und eben auch mit dieser EP-Zuordnung frisst immer wieder ein paar Sekunden. Und im Laufe der Zeit
kann da auch schon so 2-3 Minuten eventuell zustande kommen. Wir setzen Relaxen ein, können dann im Nachhinein die Karten draufschmeißen und wie ihr seht, O'Shara hat schon circa ein Drittel der HP verloren. Also dieses Gift tickt auf O'Shara wirklich ziemlich heftig. Nichtsdestotrotz können wir Hazoret jetzt fangen, loslassen und haben wieder ein paar Panzer verdient. Sollte O'Shara down gehen oder fast down sein, können wir zurück zum Spot reisen, eben alle hochheilen und das war's auch schon. Das ist quasi die Methode, die aktuell am besten dafür funktioniert, Hazoret zu fangen und auch aktuell die meisten Panzo am Ende für uns dabei rauskommen. Wenn die Methode interessant für euch sein sollte, probiert es einfach mal aus. Hier habt ihr die Anleitung dazu und ich hoffe, ihr werdet auch sehr viel Erfolg mit dieser Methode haben und auch sehr viele Panzo damit verdienen können.